finde die Map mega verwirrend. Oh shit. Ich kann hier rüber. Ich will aber nicht. Das wird ein funky Match. Das weiß ich jetzt schon. Und ich weiß nicht, ob ich dafür bereit bin. So, Snipers in Position. Okay, gut. Ich wünschte, er wäre wirklich so ein Sniper. Okay. Hahaha. You didn't say the magic word. Echt, mehr hat er nicht gemacht in dem Zug jetzt? Wow. Gibt's hier irgendwas, was mir gefährlich werden könnte? 1, 2. Und dann ein Diagonal. 1, 2, Diagonal. Kann mir nicht gefährlich werden. Oder hier. Kann mir auch nicht gefährlich werden. Du, das Gelenke könnte mir gefährlich werden, aber... Wir können ja mal gucken. Das ist so gut wie gar nichts. Shit. Diese Map ist mega confusing. Shit. Ich kann da noch nicht rüber switchen. Er aber. Das Problem ist, er kriegt da aber auch hart auf den Sack. Er könnte sich dahin bewegen und dann wäre er in Angriffsreichweite. Oh, hey, ein Wert. Das ist jetzt ein bisschen tricky. Wenn wir uns nämlich... Was ist los? Angst, einen Zug zu machen? Ich klatsche dir gleich eine Kaiber. Ja, vor allem wenn deine fucking Textbox meine Inputs wegmacht. Cooler Dude. Aber lass mich mal gucken. Was ist, wenn wir Mon Lavas das hier machen lassen? Auf einmal Damage. Okay. Suddenly Damage. Mein Monster ist zwar angeschlagen, aber es braucht mehr, um es zu Fall zu bringen. Mann, du bist ja immer noch so großkotzig, wa? Ich meine, ich kann dein Vieh trotzdem kaputt machen. Ich habe nicht gesagt, dass ich fertig bin, ne? Shit! Scheiße. Aber gut. Das ist jetzt nicht so schlimm. Das kriegen wir noch. Das können wir noch fixen. Das können wir kleben. Dafür ist das Ding schon jetzt gut angeditscht. Ihn müssen wir auch mit hinschicken. Du musst meine 5 Dollar opfern. Nein, nicht meine 5 Dollar! Was soll ich denn ohne meine 5 Dollar machen? Bist du wahnsinnig? Ich kann euch meine 5 Dollar opfern. Das ist teuer Geld, ist das. Ja, da kriegt er hart auf den Sack, wenn ich da hingehe. Nicht mal. Er kann nämlich nur noch nach unten. Und wenn er nach unten geht, kann er mir nichts anhaben. Okay, bislang läuft es gar nicht mal schlecht. Bislang läuft das gar nicht mal doof. Dieses Duell ist noch lange nicht vorbei. Ja, ja, kotz weiter rum, Kaiber. Ist cool. Ich wollte gerade sagen, zeig mir doch mal deinen Weißen. Vor mir gehen sie alle in die Knie. Nee, eigentlich vor deinem Geld. Oh shit, boy. Zu dumm, Yugi. Jetzt habe ich den Sieg in der Tasche. Das Ding könnte gefährlich werden. Gut, dass es sich damit noch nicht bewegen kann, weil ich glaube, das Ding wird rampagen bis zum Erbrechen. Oh, können wir nicht angreifen? Oh, das ist aber schade, Kaiberboy. So, dann wollen wir noch mal gucken. Von was hast du hier mit dem Planeten gemacht, Kaiber?
3 und 2. Das Ding bewegt sich ziemlich straight. Das gefällt mir. So, jetzt müssen wir unsere Optionen mal abchecken. Der hat eine Menge HP. Und ich denke mal, er tut auch genauso weh. Was hast du vor? Es geht dich doch einen Scheiß an. Reicher Schnösel-Mongo. Greif deinen Weißen schon an. Was willst du dagegen machen? Puh, offenbar gar nichts. Okay, fuck. Was ist mit dir? Okay, das ist ein bisschen Damage. Oh, shit. Okay, warte mal, ich gehe hier hin. Und greife den Minotaurus an. Das ist mir doch ein bisschen sicherer. Ach, du Scheiße. Ich glaube, der Weiße, das ist ein Job für unseren Sniper, sofern der da irgendwie rankommt. Das wäre aber cool, stellt euch das mal vor. So, wie machen wir das jetzt? Das ist nicht genug. Wie müssen wir dich hier platzieren? Wir können dich gar nicht richtig platzieren. Da bist du genau vor dem Weißen. Du Pfeife! Ey! Fick dich, du Arsch! Du Pfeife! Was ist mit dir kaputt, Keiber? Selber Pfeife! Du Flötenheini! Du Fischfresse! Du Brötchen über der Spüle auf, Schneider! Keiber! Okay, gut. Was willst du jetzt machen, Keiber? Was willst du jetzt machen, großer Junge? Was ich machen werde? Was glaubst du, was ich machen werde? Ich werde dich natürlich besiegen. Oh, wow. Das Comeback des Jahres. Einmal random Applaus für Keiber. Alter. Worte, die ihr noch nie in eurem Leben so gehört habt. Damn Respekt. Er klingt nur wie eine Bratwurst. Alter, ja, also... Alter, Keiber, selbst Chat... Selbst der Chat ist von deinen Sprüchen beleidigt. Alter, du Loser. Du abnormaler Boon. Du Drachenfetisch-Bilbo. Ja, was willst du machen? Deine Viecher greifen diagonal an. Was willst du machen, Keiber, Junge? Meine Monster sind noch nahezu unangekratzt. Okay, bis zu dem Moment, wo der weiße Drache kommt, dann hab ich ein Problem. Dann habe ich ein straight-up Problem. Aber check this shit out. Das ist sogar gut. Aber wenn ich das mache, blockiere ich ihn jetzt wieder. Und ich muss ihn da eigentlich irgendwie rankriegen. Ich muss ihn da eigentlich irgendwie an die Front kriegen. Aber, sag mal, was können wir mit dem anderen Skelengel machen? Kommen wir damit irgendwie in Range? Nee, kommen wir nicht. Also wir kommen so oder so jetzt nicht in dieser Runde drumrum, diesen Skelengel da am Leben zu lassen. Aber Mon Lavas kann sich jetzt tatsächlich mal wieder beweisen und mal ein bisschen Damage raushauen. Das ist sogar gut. Ja, weil noch ein Angriff fällt das Ding nicht aus. Hey! Hey! Jetzt muss ich nur mal gucken. Das kann sich dahin bewegen. Und dahin. Das heißt, Reichweite ist da und da. Und da. Dann habe ich eine Idee. Dann bewege ich ihn hier. Hinter ihn, weil dann kommt er da nämlich nicht ran. Und den Skelänge lasse ich jetzt hier mal so. Beziehungsweise ich positioniere ihn mal ein bisschen besser. Damit wir, falls wir da noch was machen wollen, was machen können. Dich bringen wir auch mal ein bisschen mit in Position hier. Du hast einen Minotaurus, der jetzt eigentlich nur hierher gekommen ist, um sich die Fresse polieren zu lassen.
Ja, da gibt's auch keine besseren Alternativen. Hey, Knuckles! So, und jetzt, dunkle Magier, räumt das Ding jetzt weg. Easy. Komm, gib dem Vieh das Treatment. Cast a Meteor. Könnte man all seine anderen Monster kaputt machen, seinen Weißen fokussieren. Das Schlimme ist, ich will mich mit dem Weißen so frontal nicht anlegen. Ich habe das Gefühl, das Ding würde meine Viecher zerstören. Deswegen, ich muss erstmal gucken, dass ich seine anderen Biester so nach und nach zerstört kriege. Und es funktioniert aktuell verdammt gut. Oh, vor allem hier mit ihm. Level up! Wenn wir Glück haben, können wir im nächsten Zug sogar digitieren, wollte ich gerade sagen. 3, 1, 2, 3, 1. Das heißt, hier bist du safe. So oder so. Weil das Ding hier, 1, 2, kann dir da nichts anhaben und der Weiße kommt da auch nicht hin. Und das Teil hier hat sich sowieso noch nicht einmal bewegt im ganzen Duell. So. Kakerlakenritter ist immer noch hier hinten. Also, ich weiß ja nicht. So, Kaiber, was machst du jetzt? Ja, Lavas, das sag ich mir schon, aber das steckt er ein. Das steckt der easy ein. Um genau zu sein, da haut er dir gleich nochmal auf den Kopf und dann ist das Vieh weg. Was ist das denn, Kaiber? Du ziehst den Schwanz ein mit deinem Weißen? Was ist denn mit dir kaputt? Zieh den Schwanz ein, ich glaube, es geht los. Ja, das Ding ist hinüber. So. Noch ein Problem weniger. So, warte, kann ich jetzt? Yes! Ich kann! Oh, yes! Magier des schwarzen Chaos! Es war ein bisschen, ist sogar in einigen Punkten schwächer. Aber er hat einen richtig krassen Angriffsradius. Der Rest kommt mit den Level-Ups. Es ist Zeit für eine Evolution. Zeig deine wahre Stärke. Einfach mal 3 Diagonal- und 3 Angriffsreichweite. Das ist krank. Das ist gutes Zeug. Oh, yes. Oh, yes. Magier des schwarzen Chaos. Now we're cooking with gas. Ups. Pff, das ist ein Loch. Kaiber, was ist dein Plan? Ich baue mir hier eine Front auf, die dir immer näher kommt. Diagonal da. Also ich bin da jetzt nicht in 1, 2, 3. Ich bin da absolut nicht in Gefahr. So. Ja. Nee, wisst ihr was? Wir beschwören den jetzt mal. Sonst denkt er am Ende noch, wir haben ihn vergessen. Okay. So, Kaiber, du hast noch 4 Monster, sehe ich das richtig? Eins davon dein Weißer, den du jetzt mittlerweile wieder dahin zurückschiebst, wo du ihn eben hergeholt hattest. Kaiber, was versuchst du da? Kaiber, was ist dein Begehren? Mean, check this shit out. Guck mal, wie der sich bewegen kann. Der ist ja auch safe, ne? 1, 2, 1, 2. So oder so kann der nicht angreifen, wenn ich da stehe. Richtig? 1, 2. Diagonal passt nicht. 1, 2. Nee, passt absolut nicht. Also können wir ihn hier hinstellen.
guten Gewissens. Eigentlich müssten wir irgendwas wieder zum Baiten hinstellen. Ist die Fähigkeit noch da? Können wir mal gucken. Nee, er hat keine mehr. Aber die war auch sowieso nicht so gut, also von daher. Ich muss ihn jetzt echt so ein bisschen baiten. Deswegen schicken wir mal einen Lavas dahin. Und komm, damit du dich nicht wirklich hier vergessen fühlst. Weil ich bin da... Er verbunkert sich da jetzt gerade. Mon Lavas, ja, der kriegt jetzt gerade die... Der kriegt jetzt richtig hart einen auf den Sack. Das ist mir schon klar gewesen. Aber da werde ich auch nicht drum rumkommen, dass ich hier... Ne? Sieht so awesome aus wie immer. Ionenkanone! Alter, Mon Lavas ist voll weggeblastet. 154, es ist schon stattlicher Schaden. Ah, shit, der hat sich davor gemogelt. Ja, komm. Aber... Das ist schlecht. Das ist nicht gut. It's a pony guy. Was hat der Zucken? Ja gut, haben wir Mon Lavas verloren. Schade. Aber war zu erwarten. Jetzt ist er immerhin mal ein bisschen... Man könnte sagen, er ist endlich mal aus sich rausgekommen. Ja, ich habe ihn da auch so... Ich habe ihn da auch doof platziert, to be honest. Das Gute ist... Er kann... Wenn ich ihn hierhin bewege, ist gut. Das ist safe. Er kann angreifen. 80 ist nicht viel. Warte mal. Du kannst 3. Und dann hast du 1, 2. Das heißt, hier ist er safe. Hier ist... Der kann das nicht. Warte mal, der kann... Aber... 1, 2... Aber er kann hier nicht hin, weil er den Weg blockiert. Also ist er hier safe. Puh, es ist gerade echt nicht so leicht. Aber deswegen habe ich ja meinen Chaos-Magier schon mal dahin geschickt. Are you serious? Das ist echt blockiert da. Das ist jetzt absoluter Kork. Plus 51. Weil das so ein Tümpel ist, ist richtig, okay. Kakerlakenlord kommt langsam nach. Oh Gott, was jetzt? What happened? Kaiba, was hat deine nukleare Scheiße angerichtet? Kaibas Nuklearfabrik? Tut weh, aber ist ertragbar. Vom Fidget Spinner angegriffen worden. Ich war unkonzentriert. Chill deine Zone, Yugi. Ja, das habe ich gehofft. Und er kriegt den nicht mal besiegt. Oh mein Gott, dieser Weiße ist gleich so tot. Der kommt nicht mal an einem Skelängel vorbei. Ja, und der kann nichts machen. Oh, jetzt ist... Oh, Leute. Oh, jetzt ist ein Weißer tot. Wollen wir wetten? Er hat sich jetzt voll...
voll eingeschissen. Nicht ganz. Nicht ganz, aber fast. Alter! Babu! 260! Alter! Hey, ich hab dir wohl doch zu viel Vorsprung gelassen. Jetzt werd nicht großkotzig, mein Kleiner. Hi. Radikal B! Wieso hat hier jeder einen fucking Laser? Ich meine, ich find's geil. Ich vergesse niemals einen Zug. Außer den da offenbar. Kaiba, dein weißer Drache wird von einem Skelengel vernichtet. How does that feel? Er hat mich in die Enge getrieben. Aber ich bin schon aus schwierigeren Situationen wieder rausgekommen. Auch ohne deinen weißen Sexbody? Das möchte ich arg bezweifeln, Kaiba-Boy. Jetzt kriegst du nämlich richtig hart auf den Sack. Jetzt wird's richtig teuer, Freundchen. Wow. Yep, that's game, Kaiba. Don't you even struggle. Level 4, wir bräuchten immer noch ein Level für dieses Scheißding. Ja, das ist Game. Alter, wieso ist Kaiba jetzt so eine absolute Lusche gewesen? Ich habe ihn totally outplayed. Ja, viel Spaß. Versuch's. Süß. Was ist denn das für ein Versuch? Knuffig. Magier des schwarzen Chaos. Eigentlich eine meiner absoluten Lieblingskarten. Hau ich dir jetzt direkt auf die Nase, oder? Och, ich mache aber keinen Schaden da drauf. Ah ja, stimmt, weil das Ding Licht ist, da war ja was. Dann halt so. Ah, das Problem ist, ich glaube. Wie weit kannst du dich bewegen? 3, 1, ja gut. Warte mal, dann machen wir das so und stellen wir uns hier hin. Bäh. Ist nicht viel, aber es ist etwas. Er hat nur noch ein Monster, also, ja. Ich will ja nicht cocky werden, aber this is game. Guckt euch an, wie ich den Kerl umzingelt habe. Wenn ich jetzt noch ein oder zwei Monster verlieren sollte, dann ist mir das auch scheißegal. Ich habe Kaiba einfach so hart zurückgedrückt und in die Enge geprügelt. Ja, was willst du jetzt machen, großer Junge? Richtig. Na, was wird das? Oh, sogar, das ist sogar tatsächlich Schaden. Das ist sogar tatsächlich Damage. Das ist ja schon fast knuffig. Dich stellen wir hier hin und hauen drauf. Bumm. Das ist gerade. Ich prügel einfach die Erfahrung. Du bist für mich gerade wie so eine Pinata, die mit Geld gefüllt ist, Kaiba.
Man kann einfach das Geld aus dir rausprügeln. Das ist schon irgendwo traurig. Ach doch, komm. Ich gehe lieber auf Nummer sicher. Hey. Hey. Kaiba denkt sich auch nur so, ey, that's pretty good. Und klatscht sich selber eine. Boom. Einfach für die Erfahrung. Und da er ja hier so gut positioniert steht. You're gonna die, kid. You're gonna die. Destroyed. Das wird dir den Rest geben. Absolute Dominierung. Alter, haben wir überhaupt ein Monster verloren? Doch, wir haben Lavas verloren. Wir haben Mon Lavas verloren, aber da hört es auch schon wieder auf. Glaub ja nicht, dass du damit durchkommst. Och, was wirst du tun? Ich werde Rache nehmen, Yugi. Was willst du machen, großer Junge? Willst du anfangen zu heulen? Ey, der Flammschütze ist so fucking OP. Der ist so fucking busted. Es ist das erste Monster, was du gewinnen kannst. Ich kann's nicht glauben. Ich habe verloren. Unsere Fähigkeiten waren etwa gleich stark. Nur meine Strategie war ein bisschen besser. Mach dich nur darüber lustig, dass ich verloren habe. Ja, aber das werde ich. Eins gesagt sein. Na. Wage es ja nicht, gegen einen anderen Duellanten zu verlieren. Ich werde dir das nicht erlauben, nachdem du mich besiegt hast. Ich verspreche dir, wir werden ein Rematch haben. Oh. Das Duell aller Zeiten. Besser, du bist darauf vorbereitet, Yugi. Mach's gut, Kaiba. Wisst ihr, was ich auch geil finden würde? Yugi und Kaiba haben so dieses Mega-Rematch. Dann zieht Kaiba so seine erste Hand und es sind irgendwie nur Fallen. Oder nur Karten, die absolut nichts bringen. Ich level up, Feuermeer level up, Magier des schwarzen Chaos level up und Kaka, der Kakerlakenritter hat gar nichts gemacht. Der stand nebenbei und hat sich das angeguckt. Weißt du, während ich die Scheiße aus dem Kerl rausprügel, denkt sich der, hat sich Kakerlakenritter im Hintergrund gedacht, oh geil, Popcorn gefressen hat der. Noch mehr Damage! Der hat noch mehr Damage gekriegt. Kakerlakenritter, so voll der Snob. Gib mir deinen Weißen, du Loser. Ja, wobei, will ich die hier? 100? Ist gar nicht mal schlecht. Aber wenn ich die beiden hier nehme, kann ich Minotaurus fusionieren. Ja, komm, ich will die beiden. Zum Lichtmonster haben wir schon gute. Da du ja Lavas offiziell aus deinem Monsterpool verbannt hast, zählt es nicht, dass Lavas zerstört wurde. Von daher, ein Sieg ohne Verluste. Da lasse ich doch glatt NENK4€ springen. Vielen Dank, mein Dude. Vielen Dank für die Spende. Ja, komm, Lavas ist tatsächlich der Einzige, der eben gerade gestorben ist. Im Kampf gegen Kaiba. Möchte ich nur mal so betonen. Kaiba, der eigentlich, wo ich am meisten die Befürchtung hatte. Bakura hat uns heute am meisten Arbeit gemacht. Wisst ihr, der Dude? Jetzt bin ich ja mal gespannt. Das waren jetzt alle Boss-Characters, also abgeschlossen, ja. Was passiert hier? Hey, sieh dir das an. Was passiert jetzt? Transdimensionale Vernichtung? Ich muss ja mein Maul aufmachen, Jesus! Okay, das ist nicht fair! Das ist nicht fair, das ist ein großer Kristall! Ein Turm? Nee, wirklich, Yugi! Kann das sein? Ist das der neue Weg, von dem Joey gesprochen hat? Ich denke schon. Unsere größten Gegner warten dort auf uns. Hä? Das mag sein, aber egal, was sich mir in den Weg stellt. Ich meine in unseren. Danke, Yugi. Wir werden auf jeden Fall gewinnen. Richtig, Yugi? Na klar. Auf geht's. Der neue Weg verbirgt sich in diesem Kolosseum.
Ach du Scheiße. Königskolosseum. Während ihr da so groß und episch und cool seid, ne? Werde ich mal ganz kurz ein paar... Wobei, mein Monsterdeck war voll. Ich kann also so oder so jetzt Viecher gleich verticken. Da war ja was. Außer den Weißen, den möchte ich einfach nur haben, um Skyber ins Gesicht zu reiben. Mehr eigentlich nicht. Für mehr will ich den eigentlich gar nicht. Hey, Opa! Glückwunsch. Wenn du so weit gekommen bist, hast du es fast geschafft. Aber ich wette, dass die Duelle ab jetzt noch schwieriger werden. Probably. Du musst jeden Kampf genau analysieren, damit du die richtigen Maßnahmen ergreifen kannst. Selbstverständlich. Was möchtest du gerne tun? Also, ich glaube, den können wir verticken. Es gibt so welche, die will ich einfach nicht haben. So sowas hier. Den darf ich nicht, das wäre unhöflich. Kamakiri können wir auch verkaufen. Ja, okay. So, Opa. Was möchtest du? Kaufen, schnaufen. Was hast du Neues, Opa? Sairio. Ich mag. Das ist ein Drache, ich mag Drachen. Das Ding sieht zwar pottengay aus, aber... Du schon wieder, du. Komm, ist trotzdem cool. Irgendwas Cooles an voll... Typhoon, echt jetzt? Pflanze. Oh, Rühran. Rühran ist sogar gar nicht mal schlecht. Das entwickelt sich, glaube ich, schon ab Level 2, Weminiere. Warte, ja, hier. Nee, Rühran, tatsächlich, entwickelt sich Level 2 zum Manga-Rühran. Gib mir. Und dann das... Wieso? Das Ding saugt. Ey, Rühran, komm mit. Ich mache auch nicht nochmal einen mechanischer Barsch-Joke, ich schwör's. Wirklich, was bist du denn? Was zur Hölle ist das? Krabbenschildkröte! Oh ja, das Ding kaufe ich für Milchi. Der Typ liebt Schildkröten. Und Krabben. Also ist das eigentlich das perfekte Monster für... Das Ding ist fucking scheiße. Das bewegt sich 200 diagonal, ein Range-Angriff. Das Ding ist scheiße. Aber ich will es trotzdem haben. Masaki, das brauche ich dich für, wenn ich Flammschwertkämpfer haben will. Aber es wird wahrscheinlich eh nicht passieren. Auftritt des Schwerts. Ist das nicht eigentlich eine Ritualkarte? Fuck it, ich kauf's trotzdem. Genau wie den Vollstrecker. Gaia. Oh, Gaia ist gut. 400! Alter! Für 150 AP? Und 170 Attack? Okay, das Ding ist auch lahmarschig wie Sau, aber ich kauf's trotzdem. Killerbee! Himmeldrache haben wir. Müll, Trash. Ja, ab hier wird's immer richtig trashig irgendwann. Cybersoldat. Ist auch ziemlich bill. Ja. Hi. Stahlogger Gotto 2. Okay. Ach komm. Ja gut. Ey, ab hier unten sind die Monster voll scheiße. Diese kaufen? Yes. Was möchtest du gerne? Nur verpiss dich. So, jetzt ist die Frage. Jetzt müssen wir ein bisschen umdisponieren. Wir haben nämlich einige Sachen, die ich tatsächlich gern drin hätte, wo tatsächlich gut sein können. So, dann wollen wir nochmal gucken. Ja, Monlavas ist tot. Das Ding ist Level 4, das behalten wir. Feuergras. Können wir... Wir haben eine Menge Erdemonster jetzt. Also eine Menge Erdemonster, die uns zur Verfügung stehen.
Ich nehme mal Rühran mit rein. Weil Feuergas werde ich sowieso nicht umsetzen. Das Ding ist Level 1, das brauche ich sowieso nicht. Raketenwerfer spinnert eine Menge Angriff. Jesus, check this shit out. 324 Attack. Und 200... Das Ding ist nicht schlecht, ja. Dich können wir durch ein anderes Bodenmonster ersetzen. Das ist jetzt nicht das Problem. Müssen wir doch gucken, durch welches. 229. Teurer Spaß. Alter, 380? Oh, Gaia. Der ist auf der zweiten Seite. Oh, shit. Gaia ist ziemlich gut. Ja, doch. Nehmen wir mal mit rein. Kuribo, you know what? Fuck right off. Einfach um Kaiba das reinzudrücken. Denn den hier auf Level 3 brauchen wir eh nicht. Ich muss nur gucken, dass ich jetzt hier nicht mein Deck mit Viechern zumüll, wo ich mir am Ende nicht leisten kann. Das Problem ist, die hätte ich schon gerne. 100, das ist nicht so gut. Wo war denn die Krabbe? Hier geht der Krabbe! Einfach mal 70 Defense, ist geil, mal schlecht. Was war denn das vorhin, wo ich... Ach nee, das war Gaia, wo so krank war. Ja, aber doch, den können wir auch weghauen. Für ihn hier? Für das komische Fidget Spinner-Teil? Nah. Nehmen wir die Krabbe. Okay, dich behalten wir mal. Dich auch. Garusis, also, ja. Warum ich deine Existenz akzeptiere, ist mir bislang zu hoch. Finsternis haben wir eigentlich schon so viel. Wir bräuchten mal... das Ding, das ist Donner. Das ist einmal ein gutes Donnermonster dann. Das Problem ist jetzt gerade... Die lassen wir mal... Du kannst dich eigentlich... Welche will ich jetzt... Dich will ich noch reinhaben. So viel ist man sicher. Flügel-Lady. Hat sich das eine Mal als gut erwiesen. Du hingegen, Torike, nee, dich brauchen wir nicht. Wir dürfen nicht so viele Darkness-Viecher haben. Allerdings ist Pumpkin wirklich strong. Das Ding ist tanky und ultra flexibel. Wir nehmen mal Pumpkin rein. Wir haben zwar schon so viel Darkness, leider. Und den einen komischen Vogel brauchen wir nicht. Du bist fixer, dafür bist du tankiger. Alles so schwierige Entscheidungen. Ich meine, der war... Er hat einfach keinen guten Job gemacht, nein. Das wäre gelogen. Auch wenn er fast genauso gut ist wie er hier. Aber er hat keinen guten Job gemacht. Nee, definitiv nicht. Sie hat 365. Er hat 400, bewegt sich aber wie ein Stein. Und sie hat gute Angriffsrange. Ach komm. Auftritt des Schwerts. Ich weiß nicht, wieso. Ich mochte diese Karte. Ja, auch wenn ich mal eigentlich jetzt gerade in Erinnerung habe, dass es eine Ritualkarte war, aber vielleicht liege ich einfach falsch. Who knows? Ja, wir brauchen keine zwei Kakerlakenritter. Können wir dich noch mit reinpacken? Du brauchst noch ein Level. Das Ganze ist sowieso anders, wenn wir jetzt mal endlich welche fusionieren können. Wer weiß, vielleicht wird das in der nächsten Aufnahmesession ja. Wir können ja auch, Gaia und Drachenfluch. Wir brauchen aber beide auf Level 3. Und ich glaube, Drachenfluch habe ich noch nicht einmal ein Level-Up kommen sehen. Wo ist denn der? Aber eigentlich bin ich soweit zufrieden. Skelengel macht eigentlich immer einen guten Job. Ich ja Drachenfluch, da ist er ja.
hat noch nicht einmal in seinem Leben beim Töten zugeguckt. Aber ich habe ihn auch in letzter Zeit nicht häufig benutzt, muss ich sagen. Warum hat er die zwei Arme Exodia? Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich, weil ich kein Replacement habe, kein richtiges. Das könnte auch der Grund sein, warum meine Darkness-Rate so hoch ist. Darkness-Rate, ich sag das, als wäre das irgendwie ein Dow Jones-Tax-Dex, bla, blabla, da. Nee, aber sonst haben wir auch nichts. Dreihorn-Drache wäre noch eine Idee, aber... Es war okay, aber wir brauchen nicht noch mehr Darkness. Garusis ist Trash. Also wirklich, Garusis, der kann sich sonst wohin klatschen. Von daher, das geht jetzt eigentlich. Es ist genauso unbalanced wie vorher. Wir haben kaum Elektro, wir haben kaum Wald, wenig Wasser. Aber warum auch? Und Opa hat doch nicht die Exodia-Teile. Nur mal so nebenbei, weil es... Ne. Ist doch nicht so. Was möchtest du gerne tun? Erstmal die Karten verticken. Den Kuribo hier, das Feuergras, den Dildo da. Garusis. Ne, Garusis behalte ich auch einfach nur, weil einfach... Das ist Garusis. Ich mag ihn trotzdem. Die Ente kann weg. Kakerlake, das Ding kann weg. Und du kannst auch weg. So, tschüss. Was möchtest du gerne tun? Mal ohne Scheiß. Opa hat keine Exodia-Teile mehr. Ja, der hat nur noch... Was Darkness angeht, hat er nur noch einen Kuribo-Nadelball und durchgeknallte Kobolde. Mehr hat er nicht. Der hat keine Exodia-Teile mehr. Was möchtest du gerne tun? Ich habe keine Ahnung, ob ich irgendwie an Rotauge komme. Probably not. Daten speichern. Aber ich möchte mir jetzt, bevor wir hier aufhören für heute, weil offenbar kommt da doch noch ein ganzer Bereich, wo nochmal einiges an Zeit dauern wird. Ich möchte wenigstens sehen, was da jetzt passiert. You know? Ich denke mal nicht, dass wir direkt in Kampf geschmissen werden, selbst wenn. Wir haben jetzt gespeichert, wir können also zur Not einfach ausmachen. Sollte uns das Spiel einfach so eiskalt sagen, you know what, du machst jetzt direkt weiter. Meine Vermutung, also ich habe jetzt zwei Vermutungen. Entweder sind das jetzt irgendwelche generic-like Forbidden Memories Bosse, die du wegtreten kannst, oder es sind absolute Rematches. Cool, Pegasus hat einer der Flöte, das ist... Und auf einmal können wir nicht mehr skippen. Ich kann nicht mehr gucken, was hier los ist. Also, gut, unser nächster Gegner ist Pegasus, who is busting a nut. So sieht er gerade aus. Was zur Hölle ist mit dem Kerl los? Alter. He's the king that has ever busted a nut. Alter, Pegasus. Soll ich dir ein Handtuch bringen? Irgendwas. Du siehst aus, als ob du es gebrauchen könntest. Oder man hat ihm so ein richtig gutes Video gezeigt. Ich weiß auch nicht. Ich find's irgendwie voll witzig. Das letzte Mal war Pegasus ein absoluter Pushover. Da hat er sich, das war ja nicht mal eine Herausforderung. Dieses Mal jedoch habe ich das Gefühl, die jetzigen Duelle könnten ziemlich tricky werden. Dieses Face, ey. Oh! Das ist einfach... Oh. He's busting a nut. Oh Gott, auf jeden Fall für euch hier auf YouTube. Euch wünsche ich noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. So, Leute.